Dortmund deine Haltestellen, benannt nach Straßen, Gebäuden oder Landmarken. Die meisten ziemlich eindeutig, andere aber wirklich rätselhaft. Also gehen wir mal einigen Namen auf den Grund. Früher war er ein wichtiger Güterbahnhof, heute ist er das Bindeglied zwischen Alt und Neu. Der Bahnhof Hörde. Ja, keine andere Haltestelle in Dortmund steht so für den Strukturwandel. Ja, das Wort Hörde kommt vom Wort Hürde und damit sind die Sümpfe der Emscher gemeint, die es früher gab. Und dann gibt es noch ein anderes Rätsel an dieser Haltestelle. Die schlanke Mathilde, der Name eines Ausgangs. Was genau mit der schlanken Mathilde gemeint ist, weiß ich als Nicht-Hörderin leider nicht. Aber vielleicht wissen ja die Bürger in der Dortmunder Innenstadt Bescheid. Das könnte ein Gewächs sein Richtung Baum. Ja, wahrscheinlich ist das so voll jeden Tag, dass nur die schlanken Leute da schnell in den Bus einsteigen. Wahrscheinlich eine Figur, eine Statue oder sowas. Mathilde sind nicht schlank. Sie steht da in der Kälte und friert und wartet so lange, dass sie nichts mehr zu essen hat und jetzt schon schlank ist. Ich weiß, dass eine große Uhr da steht und dass, soweit ich weiß, der Name Schlanke Mathilde ist. Das checke ich doch mal direkt in Hörde. Unterwegs surfe ich nach Schlank, Diät und Hörde und stoße auf die Hypnosepraxis von Annika Matern, die unter anderem Therapien für die Gewichtsreduktion anbietet. Am Hörder Bahnhof nehme ich den Ausgang Schlanke Mathilde und sehe sie vor mir. Fast 14 Meter hoch, 3 Tonnen schwer und mit einer über 100-jährigen Geschichte, in der sie 5-mal ihre Gestalt änderte. Quasi nebenan Annika Materns Praxis. Hierher kommen Menschen aus ganz Deutschland, um sich von der zertifizierten Hypnosetherapeutin unter anderem eben auch bei Gewichtsreduktion behandeln zu lassen. Und als echte Hörderin kennt sie natürlich auch die Geschichte zum Namen. Soweit ich weiß, wenn das stimmt, war es so, dass damals Anfang des 20. Jahrhunderts der damalige Bürgermeister diese Uhr eingeweiht hat. Und dabei war seine Frau Mathilde. Und diese Mathilde war wohl nicht besonders schlank. Und wenn man sich jetzt diese Laterne anschaut, dann sieht man ja, diese Laterne hat doch eine Figur wie eine Sanduhr. Und die echte Mathilde war halt genau das Gegenteil davon. Und da hat sich die Hörder Bevölkerung einfach einen kleinen Scherz erlaubt. Wenn ich das richtig verstehe, hätten Sie ihr ja mit der Hypnosetherapie auch helfen können, ne? Ja, sofern sie das gewollt hätte, weil das ist immer die Voraussetzung, ne? Dass man das selber möchte, dass man sich darauf einlässt. Okay. Ich möchte mich darauf einlassen und meine Höhenangst überwinden. Durch EMDR, eine Desensibilisierung durch Augenbewegung. EMDR ist übrigens nur die Vorbereitung für die spätere Hypnosesitzung. Erstmal direkt mal eine EMDR-Sitzung. Dann möchten wir diese Angst jetzt mal gerne auflösen. Nehme ich an. Ja? Mhm. Schließen Sie bitte mal die Augen. Ich soll mich in meine Angst langsam reinsteigern. Prima, einmal Augen auf. Ist nur mein Finger drüber. Prima, einmal bitte Augen schließen und tief durchatmen. Natürlich benötigt man bei solchen Sitzungen Geduld, Ruhe und Zeit. Aber es ist wirklich faszinierend, zu was das Unterbewusstsein so imstande ist. Völlig entspannt gehe ich nochmal zur schlanken Mathilde. Denn an der Uhr hatte ich vorhin noch was gesehen. Ah, hier steht's. Ein Stammtisch hat dafür gesorgt, dass Mathilde 1983 aus Stahl wieder aufgebaut wurde. Stahl heißt in Dortmund Hösch. Also fahre ich erstmal zum Hösch-Museum am alten Portiergebäude der Westfalenhütte. Eindeutig Hösch. Inmitten von 160 Jahren Stahlgeschichte treffe ich Museumsleiter Michael Dückershoff, der mir Archivunterlagen über den Wiederaufbau der schlanken Mathilde aus dem Archiv zeigt. Denn 1923 ist sie eingestürzt, nachdem sie 1908 gebaut wurde. Und Hösch-Mitarbeiter, also Auszubildende, haben sie restauriert. 22 Auszubildende waren dabei. Und die haben bei der Nachbildung rostresistentes Stahlblech verwendet und nicht wie früher Gusseisen. Wo ich schon mal hier bin, lasse ich mir eine persönliche Führung natürlich nicht nehmen. Inklusive Fakten, 3D-Stahlwerkprojektion und einem Selbstversuch. Damit man am Hochofen geschützt ist. Wie fühlt es sich an, eine Probe vom Hochofenabstrich zu nehmen? Oh, ist das schwer. Zum Glück ohne die Hitze aus dem Ofen. Haben Sie geschafft. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte.
Ja, und wir haben herausgefunden, die schlanke Mathilde hat in der Tat was mit Verbrennung zu tun. Auf der einen Seite mit der Fettverbrennung durch die Frau des damaligen Bürgermeisters und natürlich auch mit Verbrennung im Hochofen. Dieses Rätsel ist gelöst. Auf zur nächsten Haltestelle.